Willkommen bei LZ Parts im Online-Shop der Lüdemann und Zankl AG. Was habe ich heute für euch? Ich habe heute noch einmal die Fokal-Lautsprecher. Und zwar, ich bin es wirklich, hallo, das ist dieser hier. Und wir haben heute hier ein Dacia Sandero Stepway. Das ist der serienmäßige, der da drin ist. Und das hier ist der Fokal. Der hier wiegt 300 Gramm und der hier wiegt ein Kilo. Naja, dann gibt es also ein ordentlich 2 Pfund mehr Musik anscheinend. Ne? Naja, schauen wir mal. Wir müssen die Türverkleidung abbauen. Ich hatte ja vorher schon mal ein Video gemacht, in dem ich gezeigt habe, wie man die Türverkleidung abbaut bei einem Dacia Duster, der ganz nackt ist, ohne störende Extras mit dem Lenkrad an der passenden Stelle. Beim Stepway ist es natürlich anders. Und da wird auch die Tür anders demontiert, weil die Befestigungen sind hier anders. Wir haben hier eine Schraube, wir haben dort eine und wir haben dort eine. Hier sitzen sie hinter den Blenden. Also brauchen wir auch wieder Hebelwerkzeug. Anfangen tun wir natürlich hier immer mit dem Spiegeldreieck hier oben in der Ecke. Indem ich das einmal abhebe. So. Aushaken. Und da ist es weg. Dran denken, diese Klipse, die brechen gerne. Ich habe drüben auf der anderen Seite habe ich die Klipse schon ausgetauscht, weil da sind mir insgesamt diesmal 6 Stück abgebrochen. Nicht so toll. Also, wenn ihr euch so etwas vornehmt, dann denkt bitte dran, ist besser, wenn man die Klipse in Ersatz hat. Wir müssen hier die Kappe abnehmen. Nehme ich mal einen etwas kleineren. Am besten ist es immer irgendwo unten anzusetzen, das Hebelwerkzeug. Weil wenn ihr euch hier oben irgendwelche Kratzer oder Schrammen reinmacht, dann ist das nicht so toll. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich angreifen kann. Da haben wir schon die Stelle. So. Und dann ist die ab. Legen wir dann auch gleich weg. Weil dann haben wir den Weg nämlich frei gemacht für die Schrauben. Anschrauben haben wir hier oben eine kleine. Die kriegen wir dann gleich mal raus. Wir sind in unserer Dialogannahme. Hier werden die Autos immer angenommen von uns und überprüft, was zu machen ist. Nebenan hört man immer noch die Werkstatt. Die sind natürlich am Arbeiten. Also, die Schraube hier von der Türentriegelung. Ich habe hier vorne einen Magneten drauf und sie bleibt drauf. Das ist ganz angenehm. So, dann machen wir hier die erste vom Griff dann weg. Denn die Fokallautsprecher sind ja nun um einiges besser als die Serie. Und von daher wollten wir die dann hier auch mal setzen, damit wir dann auch wirklich mal hören, wie sie denn klingen. Und zwar mit den normalen Medianach als Serienradio. Ah, die Schraube hier ist sehr, sehr tief drin. Jetzt haben wir sie aber, kein Problem. Klick, klick, klick. Die will nicht rauskommen. Da muss man eben halt aufpassen, dass sie einem nicht runterfällt, so dass man sie nachher suchen muss. Jetzt sind die 3 Schrauben raus. Als erstes können wir die Türentriegelung entnehmen. Die wird praktisch so jetzt rausgehebelt, dann ist diese auch frei. Dann haben wir die weg. Jetzt nehme ich ein etwas größeres Spachtelwerkzeug. Also, ich habe festgestellt, der beste Angriffspunkt, um diese Türverkleidung jetzt zu lösen, die ja im Übrigen nur geklippt ist, ist hier unten in der Ecke, weil man hier ins Fach noch ein bisschen reingreifen kann. Und da hat schon eine aufgegeben. Jetzt muss ich halt gucken, wo sitzt die nächste. Ist wirklich immer fest. Wenn eine nämlich los ist, dann kommt man hier mit den Fingern schon sehr gut runter. Da ist die nächste. Immer sachte, gleichbleibenden Druck arbeiten auf den Klipsen. Na komm, jawohl. Aber der Clip steckt in der Tür.
vorher die Halle ein bisschen geheizt. Hier sieht es so aus, dass mir nicht ein Clip gebrochen ist. Dann winkelt man sie von hinten hoch, aus der Gummidichtung oben und zieht sie so raus. Jetzt ist die Türverkleidung ab. Hier sitzt noch einer von diesen Clipsen. Den nehme ich gleich raus und setze ihn hier wieder auf die Türverkleidung. Wie gesagt, wenn euch so einer irgendwie wegbricht, dann ist das doof. Und gerade am Wochenende, wenn man so etwas zu Hause vielleicht selber macht, dann ärgert man sich, dass man die Tür nicht wieder komplett ganz aufkriegt. Also, hier sitzt also der Serienlautsprecher. Da klippen wir dann erstmal den Stromanschluss ab. So, den haben wir weggelegt nach oben. Der Serienlautsprecher ist mit Popnieten befestigt an der Tür. Was brauchen wir? Wir brauchen einen etwas größeren Bohrer. Und wir brauchen einen Akkuschrauber. So, größere Bohrer, langsame Umdrehung und aufbohren. So, dann haben wir die erste Popnete schon mal auf. Schmeißen wir mal auf den Boden, fegen, tun wir nachher. Zweite Popnete ist auf. Aufpassen, dass man sich nicht schneidet. Weil gerade Metallspäne machen üble Schnittverletzungen, wenn es in die Haut geht. Entzündet sich meistens immer ganz gut und tut weh. So, der müsste dann auch gleich ab sein. Sieht gemein aus. Ist es auch irgendwo. Naja, dann wäre das nämlich schon mal erledigt. Dann können wir den Burschen hier nämlich rausnehmen. Das ist der Serienlautsprecher. Bei den Fokalen sind die Popnieten mit dabei, Popnietenzange natürlich nicht. Und jetzt habe ich hier noch natürlich die Reste von den vorhandenen Popnieten stehen. Die müssen da raus. Dann brauchen wir wieder unseren Akkuschrauber. Und einen etwas kleineren Bohrer. Und etwas mehr Umdrehung. Und jetzt bohren wir die komplett auf. Dabei ist darauf zu achten, dass man möglichst nicht das Originalblech beschädigt. Das ist dann nicht so schön. Und hier werde ich wohl erstmal mit einem größeren Bohrer weitermachen, bevor ich den kleinen ansetze. Vielleicht beschneide ich auch noch das ganze Video, damit es nicht so lang wird. Aber nur damit ihr mal seht, es ist doch ein bisschen Aufwand, das Ganze einzubauen, dann gerade wenn man den Lautsprecher wechselt. Zu viel rum. Ich kann ja trotzdem schon mal versuchen, mit einer Zange von hinten die rauszuziehen. Vorne ein bisschen biegen und machen und tun. So, da wäre die erste schon mal raus.
aufpassen, dass man sie nicht wehtut, weil die Kanten sind auch scharf. Weil hier müssen wir noch ein bisschen aufbohren. Wenn an der Oberfläche leichte Kratzer entstehen, ist es innen drin nicht so schlimm. Da kommt keine Feuchtigkeit. So, da haben wir die dritte auch raus. Fläche wieder ein bisschen anpassen. Das geht aber. Ist weich. Kein Ding. Dann können wir den Fokallautsprecher setzen. Beim Fokallautsprecher darauf achten, es ist jetzt Gott sei Dank nichts abgerissen von den Klipsen oder dergleichen oder hier reingefallen. Da liegt nichts drin. Ansonsten Staubsauger einmal kurz durchsaugen, dann ist alles raus aus der Tür. Dann kann nichts klappern. Was ich beim letzten Video nicht gezeigt habe, die Fokal haben hier hinten noch so eine richtig schöne Dichtung drauf. So kommt er rauf. Und dann schließen wir als erstes mal den elektrischen Anschluss für den Lautsprecher wieder an, damit uns da nichts passiert. Und wenn wir ihn jetzt ein bisschen hängen lassen, ist es auch nicht wild. Dann nehmen wir eine Kopfnietenzange und fangen mal mit der untersten Kopfniete an. Lässt sich das Ganze schön ausrichten. In die nächste. Auch fest. Selbst auf den Popnieten steht Fokal drauf. Fand ich total irre. Die haben ihre eigenen Popnieten. So. Und die letzte. So. Dann ist der Lautsprecher drin. Was man jetzt noch machen kann, den Hochtöner ausrichten. Und das machen wir hier direkt nach oben. Das ist wunderbar. Jetzt müssen wir natürlich die Klammer wieder abnehmen. Dafür habe ich ja auch Werkzeug, um diese rauszuhebeln. So. Probe hören empfiehlt sich jetzt, um zu wissen, ob der Lautsprecher auch wirklich läuft. Das ist immer lustig, wenn man ein Video macht und braucht die Anlage besonders lange, um hochzufahren. Wunderbar. Also der Bass kommt jetzt nicht nur von den Fokalen. Wir haben ja hier unser Soundsystem nachgerüstet und die Fokal.
Vokal sind jetzt ergänzend. Also wenn man die Vokal jetzt nachrüsten möchte, dann würde ich sagen, nur vorne und hinten eigentlich nicht. Weil hinten braucht man nur unterstützen lassen. Dann gebt ihr den Fader eben halt um 2-3 Stufen nach vorne und dann ist das gut. Probieren wir hier mal aus. Schon eine deutliche Steigerung gegenüber der Serie, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Die Höhen sind wesentlich prägnanter, es klingt alles viel feiner, viel präziser. Also man macht damit nichts falsch. Dann machen wir mal die Musik wieder aus. Setzen die Klammer, die ich jetzt hier oben rausgenommen habe, die muss ich hier natürlich wieder in die Tür reinsetzen. So, die können wir wieder benutzen, nicht das Problem. Wieder sauber drin. Ansetzen tun wir das Ganze. Erstmal machen wir den Schaumstoff hier ein bisschen schöner rein als das, was er jetzt ist. Damit das auch ordentlich sitzt. Denn hier oben sitzt eine Beißklammer fürs Metall. Da entstehen leichte Kratzer. Das ist nichts Schlimmes. Passiert nichts an dieser Ecke. Also. Oben ansetzen. Und reindrücken. Ah, jetzt ist sie runter. Das steht immer. Und eine Schraube. So kommt's, ich hätte nachgucken sollen. Aber auch ich denke immer an alles. Fangen wir mal hier hinten an. Und setzen die Tür sauber oben in die Gummidichtung, die dafür da ist. Hier sitzt das Ganze auf. Sauber nachgucken, ob der Clip dementsprechend auf dem vorhandenen Loch drauf sitzt. Und einmal nur kurz drücken, dann ist der erste nämlich schon fest. Der nächste ist fest. Reingehen tun sie nämlich ganz leicht. Ihr müsst nur darauf achten, dass sie nicht irgendwie schief drauf sitzen. Und wenn ihr dann drückt, dann brecht ihr den Clip in der Tür. In dem Moment, wo es wieder aufmontiert, habt ihr nichts gewonnen. Auch wieder fest. Wunderbar. Also, jetzt müssen wir hier natürlich die Tür wieder festschrauben. Das tun wir natürlich auch. Dann fangen wir diesmal an mit der Schraube, die gerade eben rausgeflogen ist. Das war nämlich diese hier. Das ist die erste fest. Zweite. Bei der dritten müssen wir natürlich vorher die Türentriegelung wieder einfädeln. Beim anderen Video hat es ein bisschen gedauert. Hier weiß ich jetzt ganz genau, okay, ich muss ihn ordentlich ein Stück ziehen. Dann muss ich ihn ordentlich einhaken. Dann drücken wir den wieder drauf. Diesmal geht es nämlich schneller, wenn man das schon mal gemacht hat. Geht immer schneller. So, das heißt, die tragenden Teile, alles wieder gut. Dann machen wir gleich die Blende wieder drauf. Nicht verdrehen, ne? Spiegeldreieck. Boah, die ist richtig weit nach unten weggeflogen, ganz typisch. Hier, das war ein Stein. Die Klammer muss ich dann gleich suchen, die mache ich dann gleich fest. Die ist nämlich für das Spiegeldreieck, dass wir es oben wieder festkriegen, damit das hier nicht so locker ist. Und dann setze ich die Kappe wieder drauf, dann ist das Ganze fertig. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video wieder ein bisschen weiterhelfen konnte. Also, ganz gemein, ne? Das sind diese Quetschen, die wir da rausgenommen haben.
Das ist Serie. Die Fokal bringen da deutlich mehr. Ich kann es ja nochmal anmachen. Vielleicht ist das System ja jetzt ein bisschen schneller. Ansonsten achtet immer schön auf eure Hände. Hier habe ich wieder eine Schmarre. Passiert. Und dann hören wir nochmal rein. Mit Fokal und mit unserem nachgerüsteten System. Zeigen, also die Aufrüstung bzw. Umrüstung von den Standardlautsprechern zu Fokal lohnt sich alle Male. Es geht relativ einfach, es geht relativ schnell. Die Fokal sind relativ günstig, möchte ich ganz einfach mal sagen, als Originalartikel von Renault. Und allen halber wirklich eine Empfehlung wert. In diesem Sinne, wie immer, bis denn dann.